herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit Megalex, Alter. Was ist denn hier los? Wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und schaut gerne bei den alten Videos vorbei. Und ich gehe ans Telefon. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Wer ist da? Der Neumann. Bist du leise? Ja, mein Telefon. Ja, was ist los? Einmal steuern. Ja, warum? Steuern halt. Ja, für was denn? Letzte Woche hast du zwar nix eingenommen, aber davor die Woche. Aha. Ja. 2500, ja. Jo, schicke ich gleich. Nur mal kurz noch, dass ich das wieder richtig in Erinnerung habe. Die Strafe, die ich gezahlt habe, war wegen Steuer, oder? Wegen den Steuern, ja. Okay. Gut, passt. Und wie sieht's mit Kredit aus? Ja, habe ich noch genügend. Ja, da wäre jetzt eine Rate fällig. Wie viel denn? 31.500. Jo, bin gleich daheim, dann überweise ich. Okay, also sind zusammen 2500 und sind 34.000. Das ist aber bewährt. Jo, mach ich gleich. Jo, ciao. Ciao. Ja, ist ein bisschen suboptimal. Mal. Weil ich spare ja eigentlich gerade auf ein Waldstück. So, jetzt gucken wir erstmal ins Tablet rein, was wir noch im Silo haben. Sojabohnen. Jetzt sagen die Eier. Eier sind auch gerade schlecht. 2600. Karotten hätten wir noch. Aber das lohnt sich nicht. Mohn hätten wir noch. 500 Euro lohnt sich auch nicht, ey. Alles im Keller. Warte mal, wir haben, glaube ich, Wurst und so Zeug. Das könnte ich mal kurz checken. Beim Metzger. Leerpaletten brauche ich. 16 sind 4 Stück. Und da werden es auch 4 werden. Das ist aber auch nicht so toll, der Preis. Gut, gehe ich mal kurz Geld überweisen. Dann gucken wir noch bei den Hühnern. So, 34.000. Gut. Aber noch 150.000. Das macht, glaube ich, auch der Neumann, gell? Jetzt mit dem Zeug, mit den Ländereien. Was macht denn der hier? Ach, der macht den Service jetzt. Wäre ja optimal. Moin. Servus. Was machst denn du hier? Service. Achso, ja, aber mit dem Tele da hier. Ich wollte jetzt gleich deine Paletten holen, deine Nägel.
Die hast du noch gar nicht dabei? Nee, nee. Ich bin gerade von oben vom Gemüsehaus runtergekommen. Musst du immer den Telelader mitschleppen oder was? Ja, haben wir sonst nichts. Ja, müsst du mal investieren. Wir haben zwar einen Frontlader und so, aber nee. Okay. Der Björn, der fährt dann immer ein Xerion mit zwei Anhängern hinten dran. Fahr ich immer mit dem Telelader rum. Heller, ist wendiger. Ja, das stimmt wohl. Bei der Bäckerei, da ist es ziemlich eng und alles. Mhm. Okay, Traktor und Tiefenlocker bitte. Ja. Gut. Meldest dich dann, wenn du fertig bist. Jo, wo ich gerade hier bin, was ist denn eigentlich mit dem Drescher? Steht da drüben. Hast jetzt auch schon 4 Wochen nichts gezahlt, ne? Ja, ich habe aber direkt am Anfang 100.000 schon bezahlt. Da sind noch 132.000 irgendwas offen. Ja genau, 132. Ja, habe ich auf dem Schirm. Sobald ich wieder was hab, zeige ich dir. Jo. Ja? Jo. Gut, danke. Bis denn mal. Jo, tschüssi. Ciao. So, wo steht denn jetzt? Da. Warte mal, ich muss mal hier gerade nochmal die Produktion durchgucken. Hackschnitzel haben wir noch. Holzkohle ist full. Klingelingeling. Klingelingeling. Egal, schönen guten Tag. Ja, Löchen. Ich wollte mal gerade wissen, wer denn jetzt zuständig ist für den Ankauf von Holzkohle. Da bin ich überfragt, da müssen Sie Herrn Neumann fragen. Ja. Oh. Okay. Gut, bis dann mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Servus. Jo, Volker. Ey, war das eigentlich dein JD oder meiner? Das ist meiner. Okay. Hatte ich nicht auch mal einen? Den hast du doch verkauft. Ah ja, stimmt. Gut. Das erkennst du nämlich daran, weil meiner hat Radgewichte. Hm. Und kein Frontladeranbau. Okay. Gut. Der Jürgen macht gerade drüben den Service und dann könnten wir ja das eine Feld auch nochmal tiefenlockern. Jojo, kein Problem. Machst du das dann direkt? Ich wollte eben mein Feld düngen und dann auch direkt bestellen. Okay. Ja, musst du die Sämaschine mitnehmen. Naja, alles klar. Habe ich eigentlich noch mal Düngestreuer oder hast du denn noch? Ich hab mein Düngestreuer gar nicht mehr, habe ich ja verkauft. Wo ist denn dann meiner? Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal kurz jemanden anrufen. Alles klar, mach das. Klingelingeling. Klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Herr Grüger, hallo, Volker hier. Guten Tag, Herr Verona. Was kann ich für Sie tun? Sie haben doch den MB-Truck abgeholt. Ja. War da ein Düngestreuer dran? Der steht in der. Ja, da steht in der Halle bei Ihnen. Ah, Moment. Guck ich doch gerade mal rein. In dem linken Tor. Ah, ja, steht. Okay. Gut, danke Ihnen mal. Halt, nee, ich habe noch eine Frage. Ja. Kaufen Sie die Holzkohle an? Ich transportiere die nur für die Gemeinde. Wasserwerk. Okay. Also muss ich mit der Gemeinde nochmal neu verhandeln, weil mein Ex-Chef hat das ja umsonst transportiert. Naja, sie haben das natürlich abgeholt für sich. Ja, aber das Wasserwerk gehört ja der Gemeinde. Ach so, ja.
Ja. Ja. Ich wusste nur nicht, ob Sie damit verdienen oder nicht. Nein, eben nicht. Der Herr Müller hat damals nur den Transport gemacht und hat im Endeffekt den Transport umsonst gemacht, wie ich jetzt erfahren habe. Okay. Ja. Gut, dann aber weiß ich muss ich. auch sowieso mit dem Herrn Neumann telefonieren. Ja. Und ich habe ihm auch letztens schon gesagt, dass man zum Wasserwerk wieder Holzkohle fahren muss und. Ja, weil ich hätte einiges im Wald stehen an Okay, Holzkohle. weiß ich Bescheid. Gut, dann melden Sie sich einfach, wenn Sie Bescheid Ja, ich wissen. melde mich auch noch wegen der Saatgeschichte. Da bin ich auch noch mit dem Herrn Neumann am Verhandeln. Ja, weil wir müssten jetzt tatsächlich ansäen, sonst müssten Ja. wir das fallen lassen. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut, dann bis später. Bis später, wiederhören. Tschüss. So, bist du fertig? Jürgen? Ist er jetzt eingeschlafen oder was? Was? Jürgen, bist du eingeschlafen? Hey, sorry. Der liest gerade noch die letzten paar Dateien aus. Ah, okay. Da muss ich noch kurz hinten die Heckhydraulik abschmieren und dann. Okay, gut, mach fertig. Ich muss Jo. weiter. Tschö. Ich krieg von dir für den ganzen hier 1800. Un momento, Signore. Ja, mach ich später. Jo. Gut, tschö. Jo. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.